Okay, wir sind durchgebrochen. Tobi hat geschlagen. Oh, Alter! Alter! Entschuldigung, Tobi! Wie der Tobi weggeballert ist, Alter. Komm, hin drauf! Ach was! Pam, schießen! Steig aus, Alter! Ach, ich bin erschossen worden. Heideltraut! Aha. Beweismittel zerstören. Ich zerstöre gleich mal dein Gesicht als Beweismittel. Das gibt's ja nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was hier gerade passiert. Ich auch nicht. Los, du kleine Bitch! Knie nieder, ja, Knie. Was ist hier los? Der Nerd. Aua. Aua, wer hat mir in den Arsch getreten? Das war der Heideltraut. Rishi! Wer ist denn gerade so geil den Hügel runter? Das war der Tobi. So. Was denn jetzt? Okay, ja, was? Dann machen wir Team Deathmatch von mir aus. Team Deathmatch oder normal? Ja, mach einfach. Team Deathmatch, das ein. Für Taube. So, dass du noch lebst, meine Crewmitglieder. Ich habe euch jetzt eingeladen. Die haben den Witz ja nicht gehört. Habt ihr eine Nachricht bekommen? So, warte. Boah, ey, da war mal Nikolauder Witze gar nichts gegen. Ich kann über so einen solchen Humor einfach nicht lachen. Ach Quatsch, unfair mir gegenüber. Da brauchst du keine schlechtes Gewissen haben. Kennen wir. Guck dir mal den Tobi an, Alter. Dann siehst du, was ein schlechtes Gewissen ist. Endlich spritzt mal jemand aus. Ich bin schon Level 3000. Also ich bin ready, Kinder. Scheiße. Da hinten. Nein. Da sind Gegner. Dad. Boah, Alter, das geht zu weit. Ey, du musst echt an deinem Stil arbeiten, Dennis. So, wer fährt denn den Bagger? Jemand hat ein Kopfgeld auf mich aufgesetzt. Sitzt da ein Polizist im Bagger? Warte mal. Ja, da sitzt ein Polizist drin, Alter. Was? Ey, was macht der, Alter? Ey, wie geil, ein NPC-Polizist fährt gerade den Bagger durch die Gegend. Ich komm nicht mehr klar. Was ist hier los? Was ist hier los, Freunde? Boah, das ist echt ein Highlight. Das ist ein Highlight, Alter. So was habe ich noch nie erlebt. Gut, dass ich sie gefunden habe. Oh, Sarazar ist runtergefallen. Ja, echt, also gut, ey. Am Anfang dachte ich so, oh, nicht schon wieder Bagger. Aber gute Sache, ey. Ja, gerne. In der nächsten Folge machen wir mal... Alter, was macht ihr denn da? Wir müssen echt die Bagger-Challenge noch absolvieren. Was macht ihr denn da? Komm, gib Rodeo Drive hier. Wer kommt denn da? Der Sarazar. Ich habe gerade eine Männerunterhose geguckt von Benny. Was macht ihr da? Ihr losgeilen Böcke! Könnt ihr keine Minute stillhalten? Ich kann nicht mehr. Vor allem Badoria, auch geil. Was ist da? Voll der Gangbang! Fahr mal zur Müllverbrennung. Guck mal, wie sie am Kuscheln sind! Alter, ich werde vergewaltigt. Der Tobi! Wir haben Tobi verloren! Ja, dann seid ihr schneller jetzt. Nee, warte, ich muss mal ganz kurz durch. Nein! Und ich hatte einen. Nein! Der war das! Der Panzer. Ich bin gerade abgehoben und da bin ich voll in einen anderen Jet rein oder der an mich. Scheiße. Und ich der Panzer hat mich weggejet. Ja, genau wie mir auch. Balle. Hau mir auf die Fresse. Mein Selbsthass, Alter. Danke. Oh, ich bin unwürdig. Danke, Mann. Gib mir auch einen. Gib mir einen. Ich bin auch unwürdig. Unwürdig. Nein. Du bist doch viel unwürdiger, du Schwein! Nein, du bist auch unwürdig! Aua! Ihr dreist unwürdig! Unwürdig! Was zur Hölle macht ihr da wieder? Alter! Walle, sag doch was! Walle, sag was! Valentin, komm, wach auf! Valentin, steh auf! Schweinerei! Nee, das aber geht zu weit, Heidi. Das geht langsam, aber wirklich. Oh. Du wächst, Fehler! Heideltraut ist ein Fick die Wand, dann ist der Heideltraut ein Fickfehler, ey. Da sind die besten Stellen. Aber Vater, warum sagst du sowas? Ich weiß auch nicht, was mich damals getrieben hat mit 6. Da sind aber die besten Stellen am Bein seiner Mutter runtergelaufen. Alter, das war initiierungswürdig. Du Drecksack, du! Ach, schön, Alter! Ey, mit diesen Worten gebe ich ab in die nächste Folge. Bis dahin, Freunde, ciao! Warum sagt denn nichts mehr?
Hallo? Ich glaube, ich bin wirklich geflogen jetzt, doch. Och Mann, ey, leck mich doch am Arsch. Ich habe heute den ganzen Tag schon Internetprobleme, jetzt fängt das wieder an. Das ist der Tag, wo ich Internetprobleme habe und offenbar bin ich jetzt vom Server geflogen. Deswegen laufe ich ja wieder alleine rum und laufe ja ganz alleine rum und die anderen Deppen sind halt irgendwo. Und ich habe keinen Zugang zum persönlichen Fahrzeug, das heißt, ich muss jetzt neu connecten erstmal. Das ist ja scheiße jetzt, ey, den ganzen Tag schon diese Internetprobleme. Kacke. Naja, ja, komm, du hörst uns ganz dann, genau. Dann eine neue Aufnahme und dann schaue ich mal ganz kurz, ob ich wieder connecten kann, damit ich wieder zu den Jungs kann. Weißt du, die vermissen mich aber auch ein bisschen. Das ist Freundschaft, die uns verbindet. Aber sag den Jungs das nicht, weil ich möchte mal hart tun bei denen. Weißt du, aber eigentlich mag ich die ja schon. Aber super. Sind schon Schwuletten, mit denen ich was machen muss. Aber naja, was kannst du machen? Hier ist ein kleiner Wichser. Ich dachte gerade echt, ich hab den Connect verloren. Boah, Alter, mir lief die Tränen gerade aus dem Gesicht, ey. Ich bin ja gerade das mal abgesprochen irgendwann und ich dachte so, okay, jetzt halt mal alle die Fresse. Das war der Moment jetzt. Gecheckt. Ja, der Moment. Boah, ey. Boah, ihr Säcke. Das war's. Boah, Alter. Ich hab ihn erwischt! Alter, was hast du gemacht? Was ich bin zugeflogen, aus dem Flieger gejumpt und hab meinen Flieger auf ihn verballern lassen. Ich bin der Gewinner, Ey, das war super, die Aktion war mega. Plakate vor deiner Haustür sind einfach toll. Ja, die am alten Stift, meinst du? Oh nee. Wir sind solche Chaoten. Ich spiel jetzt hier ein Schäufelchen im Sand. Ich hab hier Schäufelchen gefunden. Bitte was? Alter, ich will das gar nicht wissen, was warum du da gibt's wieder... Warum gibt's solche Features? Das wäre immer ein Feature. Sandbogen bauen. Gleich fährt er mit seinem Dreirad zur Toilette. Jetzt hier suchst du wieder Zuschauer. Suchst du auch mal Zuschauer oder was? Hey Leute, habt ihr noch einen Platz für mich hier frei? Ja. Der Saratan hat immer mit die 7-Karte mal einen Spielplatz abonniert. Oh, ich brenne! Ist auch ein schönes Schleifchen und ein Flutschwinger. Und das Eis danach. Welche Werbung war das nochmal mit dieser Jugend? Das war diese Jugendschutzwerbung. Boah, das war echt ein fieser Typ. Sag mal, war das dein Channel mit dem Penis in die Hand und dann ist alles in Ordnung? Ja, Mafuyo X meinst du, ne? Mafuyo X, der Channel. Mafuyo X oder welchen Channel meinst du? Mafuyo X. So, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Mafuyo X Channel oder was? Liebe Freunde. Zur nächsten Session. Scheiße. Let's Play geht hier online. Böser Mensch. Böser Mensch. Was, drückst du einfach nach hinten und X oder was? Bitte nicht in die Hose drücken. Warte. Ich hab von hier oben eine gute Perspektive. Oh, zwei Punkte. Das muss nicht sein. Du drehst dich aber gerade, du guckst uns aber gar nicht an. Obwohl mit Düsenfurz. Nee, ich dreh mich ja um, aber ich hab euch in der Perspektive. Glaub mir. Dreh dich doch mal um. Als würde ich euch die ganze Zeit von hinten. Als würde ich das gar nicht interessieren. Ganz klar. So. Ich hab nur, damit man nicht jetzt in meinen Hinterkopf sieht. Es sieht aus, als ob der Sarazar sich in die Ecke stellen musste. So. Ja, die Perspektive ist. Geh dich schämen, Junge! Die Perspektive ist nicht perfekt, aber so ganz von unten schräg wäre auch doof, weil dann hab ich nicht, wenn die hier hinfallen, kann ich das nicht so gut beobachten. Jetzt macht euer Sprung jetzt. Okay, in 3, 2, 1. Heideltraut und Tobi. Runde 3. Ganz schwache Nummer. Ganz schwache Nummer. Das gibt von mir. Heideltraut viel zu früh abgesprungen. Tobi hat es nochmal gedreht, irgendwie kaputtgeschlagen. Ja, okay. Warte mal. 3, 2, 1. Tod. Ich hab die Todgeschichte gefickt. Ich hab nur den Dingsfinger gemacht. Ey, Dennis, ich ficke dich. Was willst du halt? Wo warst du mit deinem Finger an meinem Arsch, Alter? Arche Noah? Alter, was war das? Was war das? Alter! Was hast du gemacht? Hilfe, ich komm hier nicht hoch. War das eine Shotgun? Das war ein Sniper vom gegenüberliefenden Ufer. Weißt du, das ist so geil. Ich hab in dem Moment den Tobi weggefaustet und ich hab's dann angeknallt. Ja. Weggefaustet? An einem beim Boden geht runter. Was? Ah, geil. Ich hab ihn gekentert. Wie hast du das gemacht? Wie ist das möglich? Alter, ich kann nicht mit dem Boot fahren. Ich weiß nicht, warum das so klobig... Guck mal, ich geh voll zur Seite. Ja, und es ist halt auch echt böse für die Daumen, ne? Ja. Das ist, ja. Das, da musst du halt so schnell wie möglich drücken und das ist krass. Oh, da kennt der Tobi sie aus, ne?
Oh ja. Pickel oder was? Mit schnellem Druck. Boah. Entschuldigung, war nur ein Witz. Fertig mit der Welt danach. Kehre zurück zu GTA Online übrigens. Konnte Job oder Aktivität nicht beitreten. Ach, scheiße. Nee, warte mal, hier steht aber...